Hey, Sophia! Hey, Hallo! Katja! Hallo! Oh, schön, dich zu sehen. Hey, du siehst anders aus. Danke. Wollen wir uns hinsetzen? Ja. Weißt du was? Ich habe ihn kennengelernt und es fühlt sich so schön Ja, an. ich habe davon gehört. Ja, weißt du, endlich lebe ich wieder. Es prickelt. Es ist so schön. Ja, ich habe euer Selfie gesehen, ne? Der sieht ja ganz gut aus. Aber welche Sprache spricht er denn? Könntest du überhaupt mit ihm reden? Ja, der schon seit ein paar Jahren in Deutschland und der lernt auch ganz fleißig Deutsch. Ja, und außerdem, das Gefühl stimmt und das ist unsere gemeinsame Sprache. Gefühlen. Und kannst du ihm auch vertrauen? Vertrauen, darum geht es ja jetzt noch gar nicht. Wir lernen uns ja gerade erst kennen. Ah, naja, und dann kontrolliert er dich die ganze Zeit und wird eifersüchtig. Ich meine, bei denen herrschen noch ganz andere Gesetze. Bist du jetzt rassistisch? Das kann mir doch mit jeder Person passieren. Tja, aber was ist, wenn der jetzt nur eine Aufenthaltsgenehmigung haben will, heiraten und so? Das ist doch gar nicht Thema. Stell du dich bitte nicht auch noch gegen mich. Ja, und Peter, ja? Den schmeißt du jetzt zum Alteisen. Ach, Peter. Mit dem hat sich das schon länger auseinandergelebt. Das sind zwei völlig unterschiedliche Welten. Aber mit Sammy, da kann ich in den Tag hineinleben und wir werden zusammen reisen. Das große Glück und nichts in den Taschen. Geht's dir nur ums Geld? Mit dir als Freundin braucht man echt keine Feinde mehr. Du kommst schon noch zur Vernunft. Und du redest schon wie meine Mutter.